Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Menolords hier bei Heisenberg. Zack, so wir wurden angegriffen. Irgend so ein Halunkenvolk, Banditen, würde ich sagen, waren es. Ja, die haben uns angegriffen, sie haben aber verloren. Ich frage mich halt immer noch, wie sieht das aus mit unseren Jungs? Sind die alle noch heile? Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Gut, aber wir machen jetzt halt einfach mal weiter, wo wir stehen geblieben sind. Da ist wieder ein allgemeines Lager voll. Wir haben aber, glaube ich, ein zweites noch gebaut oder wollten das bauen. Hier haben wir drei Leute drin. Okay, hier einmal eine Familie, die für die Bauarbeiten zuständig ist. Hier ist das Lagerhaus. Ich dachte, ich hätte hier nochmal ein Lagerhaus hingestellt. Weil, ja, voll ist es nicht, aber sagen wir mal so. Was ist das hier? Hofstätte Stufe 1. Da kann irgendwas nicht gefunden werden. Da brauchen wir immer noch den zweiten Lebensmittelstand. Geld haben wir keins. Nicht genug, dass wir da leveln könnten. Hofstätte 1, Hofstätte 2. Can't find space for weapon storage, also um die Waffen zu lagern. Sehe ich das richtig? Da waren wir auch noch die zweite Kirchenstufe hier, sehe ich gerade. Das wäre dann mit Steinchen. Können wir das nicht schon in Angriff nehmen? Weil Steinchen haben wir. Nö. Reicht nicht. Da fehlen 10 Bretter und 30 irgendwas. Was ist das denn jetzt wieder? Irgendwie sowas Gebogenes. Dachziegel fehlen da. Ach du Grüne, okay. Wie kommen wir denn an Dachziegel ran? Der Rennofen macht gerade noch folgendes. Brennstoffreserven. Aha, da können wir einstellen. Okay. Brennholz. Eisenbarren. Okay. Wie kommen wir an Dachziegel ran? Da müssen wir wahrscheinlich irgendwas Dachziegelartiges, also irgendeinen Dachziegelhersteller bauen. Oh, und einen zweiten Ochsen. Weil wir haben hier oben beim Ochsenanbinde-Dingens. Da haben wir ja ein Pferd. Wo war das? Hier. Da steht das Pferd. Wir brauchen hier nochmal so einen Ochsenkollegen. Zack. Und dann müssen wir natürlich noch einen Ochsen bestellen. Damit wir einen zweiten haben, dann gehen die Bauarbeiten auch ein bisschen schneller vonstatten. Eine Packstation, die brauchen wir für die Handelsrouten. Nutzt dieses Gebäude, um Tauschhandelsrouten einzurichten oder einrichten zu können. Mit deren Hilfe ihr Waren zwischen Regionen verschieben könnt. Okay. Benutzt Packesel um bis zu 20 Einheiten. Würde ich auch mal bauen tatsächlich. Wo können wir die hinstellen? Vielleicht eher ein bisschen unten? Ja, ich denke, ist eigentlich egal wo. Das ist doch schon wieder Musik, die mir irgendwie impliziert, dass er schon wieder angegriffen wird, oder nicht? Da müsste aber eine Meldung kommen. Nee, jetzt ist wieder fröhliche Musik. Gut, bin ich froh. Wir machen die Parkstation mal hier hin. Zack, einmal so. Dann, ja, muss das natürlich erst gebaut werden. Wir brauchen auch wieder Familien. Wir können ja mal gucken, können wir irgendein Haus ausbauen. Verbesserungsstufe 2 fehlt hier, weil hier unten der Markt fehlt. Wisst ihr was, jetzt werden wir hier tatsächlich doch noch einen Markt einrichten. Dann haben wir den hier unten auch. Es geht, glaube ich, es geht, glaube ich, nicht anders. Ja, Armee eines anderen Herrschers. Ja, der ist noch genug weit weg, okay. Aber wir haben gesehen, wir können zumindest Banditen können wir zurückschlagen. Das funktioniert. Gut, was wollte ich jetzt? Ja, was wollte ich da jetzt gerade machen? Häuschen bauen? Nein. Doch. Ach so, hier, genau. Der Markt. da ist auch mit der Schmiede ist aber auch irgendwie voll. Das Lager. Das stimmt doch gar nicht. Lebensmittellager, allgemeines Lager. Nein, nein, nein. Wir produzieren die Seitenwaffen, genau, aus Eisenbarren. Und die produzieren wir ja hier im Rennofen. Also das funktioniert. So, wenn ich jetzt die Muße finde, dann würde ich hier den Markt mal noch erstellen. Nochmal zweiten. Dafür müsste ich ihn halt finden. Jetzt wurde noch ein Banditenlager entdeckt. Da gehe ich auch schnell gucken. Ja, in der Nähe ist es nicht, aber das ist natürlich, das reicht schon wieder, dass es Probleme geben könnte. Dann müssen wir die annehmen. Also, Markt. Industrie, nö. War das bei der Industrie? Wahrscheinlich nicht. Die Dorfschmiede. Wir haben, glaube ich, eine Dorfschmiede. Eine Weberei. Eine Färberei. Was machen die denn? Aus Beeren machen die Farbstoffe. Für die Kleider wahrscheinlich. Verwaltung. Das Herrenhaus fehlt uns auch noch. Aber da haben wir auch die Siedlungsstufe tatsächlich noch nicht. Handel. Handelsposten. Viehhandelsposten. Nee, ich möchte den Markt. Wo haben wir denn den Markt kleiner mal gehabt? Brennholz, Holzfäller und so weiter. Wildbeeren, das haben wir alles. Ich muss immer oben wieder gucken. Ein weiteres Familienmitglied schließt sich an. Sehr gut. Das Komische ist aber, warum bleibt das hier bei 1? Dann müsste das ja doch auf die 2 springen. Naja. Weiß ich jetzt auch nicht.
Logistik, Lagerhaus. Ich habe doch den Markt, habe ich glaube ich schon mal irgendwie verzweifelt gesucht. Ein Steinmetzlager. Haben wir das? Oh, wenn ich das jetzt wüsste. Doch, das haben wir glaube ich relativ früh sogar schon gebaut. Ich soll mich jetzt eh nicht ablenken lassen. Da ist der Marktplatz. Wo wollen wir den? Irgendwie diese Häuschen hier, die haben in dem Sinne alle ein Problem. Kriege ich hier einen Markt hin? So einen kleinen? Ja, mit. Da ist genau die Maus drüber. Das sind Grundstückpunkte. 3 von 4. Ich sehe nicht, wie viele Marktstände. Jetzt 9. Okay, machen wir. Baut mal. Und dann nehme ich an, werden die hier oben wahrscheinlich umziehen. Hier haben wir ja den Markt. Aber der ist halt geografisch limitiert sozusagen. Also sprich, die hier unten profitieren halt nicht von dem Markt. Die werden jetzt von dem hier profitieren. Ja, gut. Also dann haben wir das gemacht. Holzkirche. Das passt. Es sind weitere Leute zugezogen. Ich mach mal Tempo. Weil eben, ich finde komisch, dass wir hier dann nicht eine 2 haben. Wie sieht's hier aus? Kirchenstufe fehlt. Die Taverne. Ist eine Taverne im Bau? Ich weiß es gerade nicht. 9 Regionsvermögen, das ist halt auch zu wenig. Ich glaube, wir haben doch eine Taverne, haben wir irgendwie angeleiert. Hofstädte, Hofstädte. Das ist eine Ruine. Okay, das haben wahrscheinlich die Banditen kaputt gemacht. Hier ist was im Bau. Warum ist das denn eine Ruine? Kann ich da was machen? Ja, irgendwie als erstes mal Gemüsedingens. Wurde nichts eingelegt? Kann man das nicht neu bauen? Hier ist die Baupriorität hoch. Das ist ja interessant. Also irgendwie, das müsste man da irgendwie wieder neu bauen können. Oder müssen wir das abreißen? Einstellungen? Nö. Wie reiße ich gleich nochmal was ab? Ja, eigentlich hier oben. Abreißen. Da haben wir es doch. Lagerung. Hier wird nichts gelagert, ist eine Ruine. Dann können wir die Ruine... Ja, reiß mal ab. Okay, dann müsste ich das aber wahrscheinlich wieder einzeichnen. Sehe ich das richtig? Wir brauchen Wohngebäude. Eine Hofstätte. Ziehen die hier hin. Funktioniert das so? Nee, da ist irgendwas... Nee, das passt nicht. Fläche zu klein. Ja, aber vorher ging es doch auch. Also vorher hatten wir doch hier eine Hofstätte. Das müsste doch jetzt auch gehen. Ja, geht glaube ich auch. Mach mal. Zack. Okay, dann könnt ihr das bauen. Da machen wir gleich mal Priorität hoch. Damit das schnell gebaut wird. Wir sind hier immer noch bei 1. Ich wollte eigentlich aufs Tempo drücken. Das mache ich jetzt auch. Was ist das hier? Leichen müssen bestattet. Hör schnell zurück. Oh, da liegen immer noch Leichen rum. Bewohner müssen auf dem heiligen Boden der Kirche bestattet werden, während Räuber ganz einfach in die Leichengrube geworfen werden können. Sorgt dafür, dass sich eine zugewiesene Familie um die Toten kümmert. Okay, ja, hier liegen sie. Da. Ich weiß gar nicht, sind das Banditen? Da müssen wir jetzt schnell gucken. Wir brauchen hier den Totengräber, das haben wir eigentlich. Ich würde mal sagen, der müsste hier halt dann wirklich unsere eigenen Leute begraben. Hat er hier wohl auch schon gemacht. Also man sieht, hier stehen die Kreuze. Wahrscheinlich fehlen die Räuber. Haben wir denn eine, wie heißt das Teil? Eine Totengrube. Eine Leichengrube. Okay, wir schauen mal, ob wir irgendwo eine Leichengrube haben. Jetzt ist natürlich die Frage, da haben wir sie doch schon. Keine Baukosten, das ist sehr schön. Nicht jeder verdient es, auf geweihtem Boden beerdigt zu werden. Nutzt dieses Gebäude, um Leichen von Räubern loszuwerden. Arbeiter werden zu Totengräbern. Ui, das ist eine relativ große Fläche. Wir machen die ein bisschen außerhalb. Zack. Einmal den hier. Und dann haben wir das, glaube ich, schon. Ja, was haben wir eigentlich für ein Datum? April. Wir müssen dringend mal hier hinten noch gucken beim Bauernhof. Wie sieht das aus? Der Bauernhof. Die Felder. Wo sind denn die Felder hingekommen? Haben sie die auch kaputt gemacht? Oder ist es weiter hier hinten? Ich sehe unsere Felder nicht mehr. Hier ist doch ein Feld. Weizen. Was haben wir jetzt hier? Hier haben wir 6%. Das ist halt schon ein bisschen wenig. Ertrag 10. Das ist viel zu wenig. Feld abbrennen. Das wäre eine Möglichkeit. Feldpriorität. Niedrig. Mittel. Achso, da kann man halt einfach, wenn man verschiedene Felder hat, und das haben wir ja, wir haben 2, dass man da sagt, welches das Wichtigere ist. Aber mir fehlt hier irgendwie ein Feld. Hier war doch ein Gerstenfeld, sag mal. Wo ist das denn hingekommen? Haben sie das geklaut? Die Feinde? Jetzt ist nochmal jemand dazugekommen, sehr schön.
Ach nee, hier oben. Ich habe immer eine falsche. Ja, so habe ich halt jeweils geguckt. Genau, das hier ist das Gerstenfeld. Da sehen wir es auch. Ertrag 29. Fruchtwechsel lassen wir mal. Ja, wir brauchen halt sowohl Gerste wie auch Weizen. Weizen brauchen wir für das Brot. Wie sieht's aus bei der Nahrung? Fleisch, 3 Eier. Äpfel haben wir, Brot haben wir nicht, Beeren, Gemüse. Bei den Beeren hapert es ein bisschen. Jetzt müsste man doch eigentlich wieder Beeren finden. Hier unten haben wir irgendwo so eine Beeren-Dingens gehabt. Oh, da wird was durchnässt im Lagerhaus. Ja, gut, also wir müssen ein weiteres Lagerhaus bauen. Man kommt hier echt vom einen ins andere. Ich habe hier doch ein Lagerhaus eigentlich eingezeichnet. Lagerung. Das ist die Logistik. Jawohl, Lagerhaus. Haben wir hier oben. Dann haben wir hier. Ach so, nee, hier unten haben wir doch noch eins geplant. Genau, ich wollte gestern auch zuerst hier oben hinstellen. Ist hier aber doof. Zwei Lagerhäuser braucht man nicht nebeneinander. Hier, da ist das Lagerhaus. Das priorisieren wir mal sehr hoch. So, weil sonst, ja eben, da werden unsere Vorräte durchnässt. Das ist natürlich auch nichts, was wir brauchen können. Zwei Familien, arbeitet mal. Steht das Teil hier schon? Ne, auch nicht. Dann machen wir das auch mal auf sehr hoch. Weil wir brauchen weitere Ochsen, damit die Bauarbeiten ein bisschen schneller vorangehen. Und hier unten haben wir wieder die Bedürfnisse. Der Markt, genau. Ist da was passiert? Wir haben irgendwo den Markt. Hier. Nö, da ist auch noch nichts passiert. Was war das gerade? Da hat man ganz kurz irgendwie gesehen. Ah, okay. Guck mal, das habe ich auch noch nicht gesehen. Brennstoff. Das sind die Häuser, die da bedient werden. Okay. Und zwar von dem Markt, den wir haben, würde ich sagen. Nee, wir sind da beim Falschen. Wir müssten hier runter. Aha. Okay. Man sieht hier, die werden gar nicht bedient. Ja, dann müssen die von dem aus wahrscheinlich bedient werden. Wie sage ich denn jetzt hier? Marktangebot und Nachfrage. Ja, das ist mir klar. Aber warum haben wir denn hier bereits Brennstoff, Nahrungsvielfalt und Bekleidung? Gibt es nur einen Marktplatz? Also der und der hier oben gehören sozusagen zusammen. Ja, dann weiß ich aber nicht, ob das Sinn macht, dass wir hier unten einen haben. Einen Marktplatz. Ich würde sagen, wir lassen das einfach mal, weil Schaden tut es wahrscheinlich auch nicht. So, wir gehen wieder auf Tempo. Da wird eine Hofstätte gebaut, genau. Hier schnell gucken, was haben wir an Geld? 37, das heißt, wir können hier was machen. Was machen wir denn hier? Nochmal auf Eier setzen. Ja, das sehen wir. Kriegen wir hier raus. Und hier haben wir die Häute bei dem Ziegenstall. Ein Ziegenstall haben wir. Ich würde hier nochmal auf die Eier setzen, tatsächlich. Damit wir zwei verschiedene Lebensmittel haben an den Marktstätten. Das wäre wichtig. Gut, jetzt wird gewuselt gemacht, getan. Ich glaube, ich müsste hier Marktstände wahrscheinlich abreißen fast, damit die hier unten irgendwie hier hingestellt werden. Wir lassen es mal. Aber wenn wir halt hier schauen, guck mal, die haben... Doch, Lebensmittel haben sie. Also die haben alles. Was hier fehlt, ist halt der zweite Lebensmittelstand. Den müssen sie mal irgendwann mal noch hier in die Gänge bekommen. Hier unsere Grube. Die ist noch im Bau. Okay, da kommen dann die Leichen hin. Ja, diese ollen Banditen, die uns überfallen haben. Die haben auch noch Hofstätten. Da kann ich nicht leveln. Da fehlt überall der zweite Lebensmittelstand. Oh, der Anbindebalken ist fertig. Wir gehen mal schnell gucken. Das hat schon, wenn man hier auf Tempo ist, dann geht auch ein bisschen was voran. Kann ich hier einen Ochsen bestellen? Ne, da brauchen wir 20. Was auch immer. Was ist das denn wieder? Irgendwie... Moment, ich guck mal. Ne, hier sehe ich es nicht. Hier sehe ich es auch nicht. Was brauchen wir dafür? Not enough Welt. Das ist ja nicht das hier. Na gut, wir warten mal, bis wir genug Welf haben. Kleiner Stall. Und hier haben wir ein Pferd. Ein Pferd haben wir bestellt. Das steht hier unten. Das wäre eigentlich für den Händler gedacht. Stahlfläche. Ja, das ist, ja, das wäre für den Händler gedacht, den wir nicht haben. Und eine Weide haben wir auch noch irgendwo. Da müssen wir, glaube ich... Wo haben wir denn die Weide? Irgendwo haben wir eine Weide. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob nicht diese blöden Räuber hier... Hier ist die Weide. Da müssten noch Viecher rauf. Dafür müssen wir wahrscheinlich zuerst mal irgendwie noch freischalten. Hier, bei dem hier. Ja, dass wir irgendwie eine Schafszucht haben. Irgendwo war das doch. Forstwirtschaft, Bienenzucht, genau. Verbesserte Tierverwertung haben wir. Die Bienenzucht nochmal. Streuobst. Aber wir haben halt den Punkt hier noch nicht. Das heißt, wir können hier noch nichts machen. Und das hier ist ja auch noch zu.
Wir können nur gucken, dass weitere Familien reinkommen. Jetzt haben wir hier drei Leute. Ja, das lassen wir mal. Im Lager. Hier, da muss ja auch einer arbeiten. Dann kommt hier einer rein. Beim Markt ist noch nichts passiert. Hier haben wir noch eine Hofstätte Stufe 1. Können wir auch nichts machen wegen den Bedürfnissen. Weil der zweite Lebensmittelstand steht. Jetzt ist die Leichengrube fertig. Ich glaube, hier muss auch jemand arbeiten. Jawohl, okay, einer. Dann sind wir hier bei zwei. Das ist in Ordnung. Das gefällt mir. Gut, was wollte ich jetzt? Ja, eben, der zweite Lebensmittelstand. Ich kann ja beim Markt den sozusagen nicht vorschreiben, dass sie hier noch einen Stand mit Eiern hinstellen. Brennstoff, Nahrungsvielfalt. 21 Eier, 13 Beeren, 41 Fleisch. Zwei Gemüse. Ja, guck mal, aber dann sehe ich nicht ganz ein, warum die hier... Doch, jetzt ist er hier, der zweite. Okay, jetzt hat's geklappt. Das hat ein Momentchen gedauert. Ja gut, wir leveln. Und hier fehlt dann doch wieder ein Bedürfnis. Die Taverne und die zweite Kirchenstufe. Ach, das ist schon Stufe 2. Okay. Auch Stufe 2. Hier haben wir noch einen Stufe 1 Kollegen. Den leveln wir auch. Das wurde gerade freigeschaltet. Und hier können wir nichts machen. Da fehlt... Was fehlt denn da? Guck mal. Achso, das ist natürlich jetzt, dass wir gelevelt. Das fehlt. Das muss erst gelevelt werden. Hier könnten wir... Kommt, hier machen wir nochmal einen auf Gemüse. Hier machen wir nochmal Gemüse rein. Wenn wir hier gucken, da kann ich nichts machen. Da fehlt auch eine Taverne. Das ist eh schon die 2. Da haben wir den Ziegendingens, genau. Und was haben wir hier? Noch gar nichts. Wir sparen. Wir bräuchten, glaube ich, noch einen so ein Dollar oder was. Ja, ein Dollar wahrscheinlich. Dass wir hier wieder was anderes machen können. Weil wir müssen auch wegen der Bäckerei und so weiter noch gucken. Gut. Ja, 4 Leute. Gut, dann können wir. Was brauchen wir denn? Wir schauen mal. Nahrung 3 Monate. Wir müssen bei der Nahrung nochmal schauen. Dann würde ich sagen, wir haben doch hier hinten immer noch. Genau, die wilden Tiere. Wir werden beim Jägerstand mal nochmal einen reinsetzen. Lagerhaus. Da arbeitet, glaube ich, wer. Jawohl. Beim Jägerstand. Der ist irgendwo hier mittendrin. Da, Jägerlager. Zack, da kommt ein zweiter rein. Dann kommen wir vielleicht an mehr Fleisch ran. Mhm, und ansonsten? Ja, wir setzen nochmal irgendwie Leute. Gebäudeverbesserung abgeschlossen. Moment, ich gehe mal runter mit dem Tempo. Es ist schon, es passiert halt was. Das ist natürlich schon sehr angenehm. Wenn man hier auf Tempo geht, auf der anderen Seite, das passiert mir dann fast zu schnell, muss ich gestehen. Was ist jetzt hier mit den Feldern? 0%, Ertrag 20. Also irgendwie ist das, glaube ich, Käse hier. Mir ist das auch zu groß, ich muss nochmal sagen. Aber wir haben halt nach der Größe gebaut, die sozusagen empfohlen wurde. Ertrag 10. Fruchtwechsel. Regeneriert die verlorene Fruchtbarkeit. Ach so, ab und zu sollte man ja das Stand, genau. Man muss mal irgendwie, ja, das Feld sich wieder erholen lassen. Mhm. Wenn ein Feld brach liegt, wird besonders viel Fruchtbarkeit regeneriert. Gut, oder wir machen nochmal ein weiteres Feld. Aber dafür bräuchten wir natürlich mehr Leute im Bauernhaus. 4 Leute. Wir machen hier mal 3 rein. So, und gucken mal, was hier bei dem Bauernhaus passiert. Habe ich denn die Felder? Wir können ja hier das Overlay rübernehmen. Wo war denn das Overlay gleich nochmal? Hier hatten wir doch ein Overlay wegen der Fruchtbarkeit. Muss ich hier... Ja, das hier. Also Grundwasser, Fruchtbarkeit von Weizen... Ist natürlich nicht gut. Hier ist rot. Ich weiß auch nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, dass hier das rote Ideal wäre. Hier ist grün. Hier wäre so ein Feld gut. Wie sieht es aus mit der Gerste? Hat auch rot. Hier ist halt überall rot. Also Gerste anpflanzen ist sowieso schon mal keine gute Idee offensichtlich. Hier ist langsam schlecht. Nahrung 2 Monate. Was haben wir an Geld? 39. Wir können hier nochmal was einrichten. Wir haben hier so viel Platz eigentlich... Ja, vielleicht doch nochmal, dass wir nochmal auf Eier gehen. Tatsächlich, jetzt, das sind halt auch Lebensmittel. Wir machen hier Eier. Und hier machen wir gar nichts, weil da fehlt wieder das Geld. Da müssen wir schnell Geduld haben. Gut, aber schon schön, dass diese Häuschen halt tatsächlich hier hinten irgendwie einfach noch einen Schrebergarten haben. Also das ist halt schon nett. Da ist die Frau eh gerade am Arbeiten. Ja, das ist im Prinzip... wie sagt man? Home.
Homeworking. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein, aber ihr wisst, was ich meine. Dass man halt zu Hause tatsächlich arbeitet. Da ist nochmal ein Gebäude fertig, sehr schön. Da wird nochmal gespeichert. Also abgestürzt ist das Spiel eh noch nie. Also das läuft dafür, dass das eigentlich noch nicht fertig ist, ja wirklich absolut reibungslos. Die Melzerei. Hier muss noch einer rein. Dass mal gemelzt wird, weil wir müssten eigentlich... Dings müssten wir haben. Wo haben wir das denn? Hier. Gerste 2 Stück. Gut, das reicht für ein halbes Bier. Für mehr reicht das nicht. Aber jetzt bin ich gespannt, was mit dem Bauernhaus passiert, wenn wir hier tatsächlich eben jetzt mehr Leute reingesetzt haben. Und dann würde ich aber wahrscheinlich tatsächlich bereits wieder bauen oder irgendwie die Häuser erweitern. Das war doch auch immer eine Option. Wo war das denn? Nein. Wohnhafte Familie 0 von 1. Ja, dann zieht mal ein. Hier ist ein neues Haus, Leute. Hier könnt ihr einziehen. Müssen wir wahrscheinlich nochmal auf Tempo gehen hier, dass da nochmal massiv was passiert. Wir schauen mal nochmal beim Markt. Ja, schön hier der Garten. Also das ist halt einfach schon noch cool. der Markt. Wisst ihr was? Ich möchte eh mal noch. Jetzt will ich den Markt wieder nicht mehr. Doch, hier unten. Da ist halt nichts passiert. Also da haben sie keinen Stand hingestellt. Ich gehe davon aus, man müsste hier oben wahrscheinlich einen Stand abreißen. Und dann wird der vielleicht hier unten dann gemacht. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Ich möchte mal nochmal mit ihm hier 1-2 Meter machen. Dass wir uns das hier mal nochmal ein bisschen ansehen. Weil jetzt haben wir doch diverse Gebäude tatsächlich auch auf Stufe 2. Das heißt, die sehen natürlich auch anders aus. Das heißt, das Aussehen des Dorfes, das verändert sich natürlich auch. Ja, das sieht man hier auch relativ deutlich, während es gerade blitzt und macht. So, schön kann der hüpfen. Ne, zumindest nicht mit der Leertaste. So, einmal nach hier vorne. Dann haben wir hier den Markt. Auch sehr schön. Es ist einfach ein schönes Spiel halt. Und ich habe schon mal gesagt, ich wiederhole mich aber gerne nochmal. Also aus der Perspektive ist es halt einfach Kingdom Come Deliverance. Weil so kennt man das Spiel. Ja, sehr gut. Okay, wir gehen wieder raus. Ich möchte noch schnell gucken wegen dem Ochsen. Können wir den ordern? Ne, da fehlt immer noch not enough wealth. Müssen wir warten. Wenn wir hier oben Geld haben, dann können wir wahrscheinlich den Ochsen bestellen. Dann haben wir 2 Ochsen. Dann wird hier auch in einem anderen Maße gearbeitet. Wir haben hier aber immer noch eine Familie, die für die Bauarbeiten zuständig ist. Sehr schön. Und hier darf ich vorstellen, Kollege Ochse. Der einzige, den wir im Moment haben. Der wird Gassi geführt, der braucht Bewegung. Sonst rostet er ein. Wahrscheinlich. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.